Moin Leute, herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir auf dem Kanal. Im heutigen Video geht es darum, dass wir erstmal die Gewinner ziehen. Dann sprechen wir mal über Service beim GT350. Über die Serviceintervalle habe ich leider letztes Mal etwas vergessen. Die Frage kam sofort von einem Zuschauer. Da gehen wir kurz drauf ein. Ist relativ spannend, weil da ziemlich unterschieden wird. Und dann, der Hauptteil des Videos ist heute Kaufberatung beim Shelby GT350. Ich denke mal, ein sehr spannendes Thema. Und es gibt natürlich wieder was zu gewinnen. Was genau, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Dann fangen wir mal an, Leute. Wir ziehen einmal die Gewinner jetzt. Wo habe ich's? Hier habe ich wieder alle drin, die mitgemacht haben. Und da ziehe ich jetzt zwei raus. Einmal Markus Lessel, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, Markus Lessel und Rusche. Oh, das sind ja zwei der aktivsten Hasen hier auf dem Kanal. Glückwunsch geht raus. Ich hatte gesagt, ihr gewinnt ein Modell. Etwas Besonderes, was man nicht einfach so kaufen kann. Ich bin natürlich fündig geworden für euch. Markus, du gewinnst das hier. Ist ein schöner alter GT350. Cobra 2. Und Steve McQueen Bullet. Du gewinnst dieses Paket. Schreib mir einmal bitte deine Adresse per PN. Roche, du gewinnst das hier. Ist kein Mustang, ich weiß. Ford Torino Cobra Jet. Ich fand das Modell einfach so geil. Mit der Verpackung Ford Performance, perfekt. Dann auch kein Mustang. Du hast so ein bisschen die A-Karte gezogen, aber ist geil. Cobra aus der Shelby Collection. 427er und jetzt 1965er GT350R aus der Shelby Collection. Du gewinnst dieses Paket. Jetzt schauen wir uns einmal eure Kommentare an, weil ich das ja immer ziemlich spannend finde. Markus, du ganz einfach. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, um meine Liebe zu Autos zu beschreiben und wie diese zum Mustang führte. Aber eigentlich war es nur gesehen, verliebt, gespart, gekauft. Ganz simpel, ganz einfach. Finde ich gut. Und Rosche, du aktiver Hase. Da. Er hat natürlich wieder einen Text rausgehauen. Ich war unzufrieden mit meinem BMW 335i Cabrio. Ein Kollege hat vom Mustang von Jean-Pierre Krämer geschwärmt und ich habe mir das lange Video angeschaut, wo er mit dem Mustang nach England fuhr. Geiles Video, muss ich sagen. Tja, und eine Woche später verkaufte ich den BMW, fuhr nach Bad Homburg zum Autohaus Kneisel und habe mir direkt meinen Mustang gekauft. Es ging alles ziemlich schnell. So kann es manchmal gehen. So, quatschen wir jetzt einmal über die Serviceintervalle beim Shelby GT350, denn das ist etwas besonders. Hier wird nämlich ziemlich stark unterschieden zwischen der Fahrweise. Und zwar einmal zwischen normal und einmal zwischen extrem. Normal ist 8.000 bis 12.000 Kilometer Wartungsintervalle. Hier heißt es dann Highway, also Tempomat, gleichmäßig fahren. Keine extreme Beladung und keine extreme Beschleunigung. Dann gibt es noch den Punkt Extrem. Hier sind die Serviceintervalle zwischen 4.800 und 8.000 Kilometer. Moderate bis schwere Beladung. Extreme Wärme- und Kälteunterschiede, also Außentemperatur. Extreme Beschleunigung, harte Beschleunigung, Rennstrecke. Gefällt mir doch sehr gut. Dann lese ich euch einfach nochmal ein paar Schlagbegriffe vor. Alle 32.000 Kilometer, Innenraumfilter, Motorluftfilter alle 48.000, Kraftstofffilter alle 96.000,
Bei Rennstreckennutzung solltet ihr alle 5000 Kilometer bis 8000 Kilometer Ölfilter wechseln und alle 80.000 Kilometer das Getriebeöl wechseln. Ich werde euch das jetzt einmal einblenden, weil alles vorlesen ist, denke ich, auch Schwachsinn. Dann geht's jetzt mal los mit der Kaufberatung zum Shelby GT 350. Wie bin ich vorgegangen? Und zwar, bei mir kam der Wunsch auf zum Shelby GT 350, wie vielleicht bei euch auch. Ich habe meine Finanzen gecheckt. Ich habe mir ein Budget festgesetzt, das ich halt nicht überschreiten wollte. Bei diesem Budget bin ich dann, also nehmen wir einfach mal 65.000 Euro an. Ihr habt 65.000 Euro. Dann habe ich natürlich noch einen Puffer draufgepackt zum Verhandeln. Also für die Suche. Sprich von 70.000. Nehmen wir jetzt mal 70.000. Dann habe ich mir Inserate bis 70.000 rausgesucht. Es wird jetzt noch viel detailreicher. Also haltet, also nicht abschalten, nicht abschrecken lassen. 70.000 Euro, weil man ja ein bisschen runterhandelt. Budget ist 65 gewesen. So. Dann müsst ihr euch natürlich noch die Frage stellen, was ist beim GT 350 für euch wichtig? Wollt ihr die Recaros haben? Welche Farbe wollt ihr haben? Wollt ihr eher haben? Diese drei Fragen kamen für mich auf. Recaros definitiv ja. Farbe, kommt drauf an, habe ich gesagt. Ist jetzt nicht so wichtig für mich gewesen. Das Orange hat mich einfach wieder in den Bann gezogen. Ich finde es geil. Ja, er kam für mich nicht in Frage, weil er über dem Budget war. Und mit den Carbonfängen. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich so das Wahre ist, weil ich halt sehr ländlich wohne. Jetzt müsst ihr euch natürlich noch eine Frage stellen. Welches Baujahr soll es sein? Und zwar weshalb? Wenn ihr Rennstrecke fahren wollt, benötigt ihr das Trackpack. Das Trackpack war ab Mitte 2017 standardmäßig Serie. Ist ein ziemlich ausschlaggebender Punkt, weil ihr dann ein erweitertes Kühlerpaket und so weiter habt. Sprich, Trackpack wollte ich haben und Recaros. Jetzt müsst ihr euch noch eine Frage stellen und zwar, beziehungsweise welches Baujahr, weil es gibt da noch eine Besonderheit. 2019 kam dann praktisch ein kleines Facelift raus. Ihr hattet leicht geänderte Felgen, ihr hattet einen anderen Heckspoiler und ihr hattet eine geänderte Magnetic White Abstimmung. Und ihr hattet einen anderen Motor. Ihr hattet praktisch den Motor aus dem GT500. Deshalb haben die den Rumpfmotor vom GT500 plus ein paar Extras genommen und dann darauf halt den GT350 Motor aufgebaut. Es gilt, dass der GT350 Motor ab 2019 ein bisschen standfester ist, besonders wenn man eine Aufladung plant. Da dies aber in Europa bzw. wir in Deutschland eigentlich kaum realisieren können, finde ich, spielt es keine große Rolle. Ich war am Anfang auch ziemlich eingeschossen auf ein 2019er Modell, aber es ist so gut wie unmöglich. Von daher, nächster Punkt ist, ich kaufe kein verunfalltes Fahrzeug. Warum? Weil wir sprechen hier von einem Fahrzeug, das erstens in Europa nie offiziell angeboten wurde, zweitens nur über einen Import zu uns gelangt und wenn der Unfall in Amerika stattgefunden hat, weiß man nie so genau, wie die Reparatur gelaufen ist. Entweder ist sie in Amerika gelaufen oder sie ist über den Importeur gelaufen. Und wenn es über den Importeur läuft, 70, 80, 90% geschieht die Reparatur in Litauen. Man kann eine gute erwischen, man kann aber auch eine schlechte erwischen. Ich investiere bestimmt keine 60.000 Euro für eine schlechte Reparatur. Das ist halt der Punkt. Und man weiß halt nie so genau, wie die Reparatur ist. Häufig werden keine Originalteile verbaut, weil Originalteile einfach zu teuer sind. Das ist halt der Punkt. Wie könnt ihr das überprüfen, ob euer Fahrzeug unfallfrei ist? Übers Carfax. Fahrgestellnummer vom Händler anfordern, ins Carfax reinscheppern, 5 Dollar bezahlen und dann habt ihr die Auskunft. Fertig aus.
Ich zeige euch auch sofort mal, wie so ein Carfax aussieht, anhand meines Carfax. Dort schauen wir es uns ganz detailliert an und schauen auch mal bei Mobile rein, welche Angebote vielleicht jetzt gerade interessant sind. Also Leute, bis gleich. Dann schauen wir uns jetzt einmal mein Carfax an. Und zwar habe ich das über die Seite Car Vertical gemacht. Ihr gebt hier einfach eure Fahrgestellnummer ein, eure PIN, bezahlt ein bisschen Geld und dann sieht das genauso aus wie bei mir. Kilometerstand passt, kein Diebstahl, keine Unfälle und nicht als Taxi verwendet worden. Dann seht ihr hier jetzt noch ein paar Aktivitäten. Wurde zum ersten Mal 2018 im August angemeldet. Stand 2019 Dezember zum Verkauf. Auch hier keine Einträge. Prüfung auf Diebstahl. Kilometerstand. Also das, was online verfügbar war. Das müsst ihr dann natürlich abgleichen mit dem Kilometerstand, der auf dem Tacho ist. Ob da große Differenzen vorliegen. Hier steht auch noch der Preis, für das das Fahrzeug angeboten wurde. Gleichzeitig auch eine Bewertung. Keine Herstellerrückrufe, Rückrufe vorhanden. Ja, und dann gibt es hier noch eine kleine To-Do-Liste, was ihr überprüfen solltet. Reifen, Dämpfung, Rahmen, Zylinderkopfdichtung, Flüssigkeitsstände, Auspuffqualm, pipapo. Also dieses Ding ist Pflicht, wenn ihr euch ein Importfahrzeug aus Amerika holt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter und zwar in Mobile rein. Ford Mustang. Zack. Jetzt noch ändern hier. Shelby GT Tro 50. Jetzt gehen wir einfach mal so vor, als wenn wir einen kaufen würden wollen. So, macht man ja in der Regel, Preise absteigen. Und jetzt kommen die besten Exemplare eigentlich auch schon. Ja. Diese Fahrzeuge, dort steht zwar GT350 im ersten Moment, aber dann steht dahinter V6. Also kein echter GT350, das ist ein umgebautes Exemplar. Das gleiche hier, hat zwar einen 5-Liter-Motor. Ja. Zudem sind das hier alles Totalschäden gewesen. GT350 gab es nicht als Facelift. Auch. So, jetzt kommen wir zum ersten GT350. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal an. Hier sehen wir schon, ihr passt etwas nicht, Spaltmaße mäßig. Scheinwerferreinigungsanlage haben die meisten so. Es gibt einen Umrüster, der das ohne hinbekommt. Die restlichen haben halt diese Scheinwerferreinigungsanlage. Hier sieht man aber schon, von den Spaltmaßen kann hier was nicht passen. Ansonsten ein frühes Modell und ohne Track Package. Andere Heckblende. Ja, andere Heckblende. Nur den kleinen Spoiler. Schauen wir uns mal eben den Innenraum an. Keine Recaros. Hat das Tech-Paket zu dem Zeitpunkt. Also großes Navi. So, dann schauen wir jetzt mal eben nach. Preis 43.000 Euro. Ich hatte aber gesehen, dass er einen Unfall hatte. Wurde auch so angegeben. Deutsche Zulassung, okay. Es sollte eigentlich Standard sein. Was natürlich beschissen ist, ist verkauft wird im Kundenauftrag, sprich ihr habt keine Gewährleistung. Dafür finde ich das Fahrzeug zu teuer. Ist zwar das günstigste, der
was heißt zu teuer? Aber es ist ein Unfallfahrzeug, frühes Modell, kein Track Package, keine Recaros, verbastelt, zu teuer, in meinen Augen. Dann gibt es noch die zweite Kategorie, wenn ihr keine Fahrzeuge aus Deutschland kaufen wollt, Schweiz. Es sind viele Fahrzeuge in der Schweiz, die sehr sauber sind, wie zum Beispiel hier der Kollege. Hier ist der Punkt, kleines Navi, also kleine Multimedia-Einheit. Schauen wir uns jetzt mal eben die Hardfacts an. Kilometerstand, okay, muss halt jeder selbst wissen, wie viel er drauf haben möchte. Unfallfrei erste Hand. Auf den Händler bin ich auch gestoßen, weil der das ziemlich gut angibt. Er schreibt hier die ganzen Beträge, was bis wohin kostet. Deutsche Zulassung, Vollabnahme 57.000 Euro. Okay. Schweiz ein bisschen teurer. Oder für Firmen in der EU 46.000 Euro. Inseriert ist für 45.000 Euro, da dürft ihr euch halt nicht vergucken. Aber 56.000 Euro finde ich etwas hoch, ist aber im Rahmen, muss man gucken, wie viel man runterhandeln kann auf jeden Fall. Der war zu dem Zeitpunkt auch schon drin. Ich finde ihn eigentlich ja, vom Preis etwas hoch. 3.000 bis 4.000 Euro vielleicht zu hoch. Ansonsten sehr schönes und sehr sauberes Fahrzeug. Wie ihr seht, er hat eigentlich alles drin, was drin sein sollte. Ist auch unfallfrei, hatte ich auch gecheckt. Dann haben wir noch den Kollegen. Beim Roger habe ich meinen auch gekauft. Ich habe das Fahrzeug auch auf dem Hof gesehen. Sehr sauber. Schauen wir uns einmal an. Und zwar hat er leider die, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechtere Zulassung, Umrüstung, weil er halt die Scheinwerferreinigungsanlage hat. Das Fahrzeug hat kein Trackpack. Seht ihr am Spoiler? Ist ein recht frühes Modell. Hatte ich auch mit dem Watcher ein bisschen drüber geschnackt. Ansonsten wirklich, er hatte keine Kratzer, gar nichts. Eine Besonderheit bei dem Fahrzeug ist die Soundanlage. Vorne, hinten, sauber verbaut. Keine Recaros, großes Multimedia-System. Aber weiß nicht, das habe ich dem Roger halt auch schon gesagt. Jemand, der einen GT350 kauft, der möchte nicht unbedingt so eine fette Multimedia-Anlage da drin haben, die auch einiges wiegt. Er hat natürlich in den Preis die dicke Multimedia-Anlage mit einbezogen. Ja. Also das Auto ist sehr sauber, aber ich finde den Preis halt ein bisschen hoch. Klar, wenn man auf Musik steht, dann ist der Preis wieder gerechtfertigt. Muss jeder für sich entscheiden. Also das Fahrzeug ist auf jeden Fall sehr sauber. Dann schauen wir uns mal den ersten R an, der im Netz ist. 72.000 Euro aus Budapest. Wir sehen sofort, andere Scheinwerfer sind am Start. Die werdet ihr in Deutschland nicht zugelassen bekommen. Zufälligerweise habe ich über Christian ein paar Infos zu dem Auto bekommen. Also, das Auto hatte einen Unfall. Okay. Wurde aber mit Originalteilen und sehr sauber repariert. Okay. Hat noch die Carbonfelgen. Hier seht ihr auch die Originalscheinwerfer. Aber was halt der Punkt ist, Budapest und was ihr nicht vergessen, okay, Alcantara Dachhimmel, Lederdachhimmel. Was ihr halt nicht vergessen dürft,
mit den 72.000 Euro kommt ihr, denke ich, nicht hin. Ich weiß nicht, wie das ausschaut mit Einfuhr und mit einer Versteuerung. Was ich auch wieder schade finde, dass der Unfall nicht angegeben wird. Bei 8.800 Kilometern hat er eine Politur- und Keramikcoating bekommen. Ja, Gen 2 Voodoo-Motor. Schauen wir mal uns den ersten R in Deutschland an. Der steht zwar nicht in Deutschland, der steht in Amerika, aber da dürft ihr euch halt auch nicht, weil die meistens den Endpreis angeben. Das ist schon der Endpreis bis Bremerhaven mit TÜV und Zulassung für 86.000. Was ich finde völlig in Ordnung ist, wenn man bedenkt, dass das ein 219er ist. Und von den Kilometern eigentlich ein Neuwagen ist. Aber eins wollte ich euch noch zeigen. Und zwar sind das die guten Exemplare aus Deutschland. Oh, gar nicht mehr inseriert. Schade. Wollte ich jetzt ein schönes Negativbeispiel zeigen. Ja. Den habe ich durch Zufall mal entdeckt. Der steht bei mir um die Ecke. Neufahrzeug. Ein R. Leider mit der, ich sag mal in Anführungszeichen, minderwertigen Umrüstung. Preis finde ich auch etwas zu hoch, definitiv. Also was heißt etwas? Ich finde ihn deutlich zu hoch, weil es halt ein 219er ist und kein 220er. Ist halt auch kein Neufahrzeug, ist ein Gebrauchtfahrzeug mit 2000 Kilometern. Aber ich denke mal, man könnte mal vorbeifahren, wenn er nächstes Jahr da noch steht und sich den einfach mal anschauen. Also, fassen wir es jetzt nochmal zusammen. Wie müsste man bei einem Kauf des GT3 50 vorgehen? Erstmal, man setzt sich sein Budget. Sollte man immer beim Kauf machen, nicht, dass man dann halt über sein Budget geht. Carfax. Carfax ist das A und O. Denn da seht ihr eigentlich schon, ob es ein Unfallfahrzeug ist oder nicht. Dann, wenn ihr das soweit abgeklärt habt, die Fahrgestellnummer bekommt ihr ja meistens über den Händler, also habt ihr schon mal den ersten Kontakt zum Händler gehabt, habt mit ihm geschnackt. Ihr schaut einfach dann, ob er euch sympathisch ist. Wenn er euch auch sympathisch ist, fahrt ihr mal vorbei, weil in der Regel müsst ihr einfach so ein paar hundert Kilometer fahren, um ein Exemplar zu sehen. Ich bin 500 Kilometer gefahren. Ich habe insgesamt, glaube ich, 10 Händler angerufen. 90% war mir sehr unsympathisch, weil die mir direkt ankamen, was willst du? Willst du Auto kaufen? Kaufst du Auto bei mir? Und so hatte ich keinen Bock drauf. Bin dann fündig geworden beim Roger. Sehr sympathischer Dude. Müsst ihr einfach für euch entscheiden. Für mich ist es immer wichtig, dass ein Händler auch sympathisch ist. Natürlich kann man auch einfach sagen, ich kaufe dein Auto, der Händler ist mir egal. Okay. Dann vor Ort schaut euch das Fahrzeug natürlich genau an. Überprüft nochmal, ob es ein Unfallfahrzeug ist. Schaut euch nochmal den Motor an. Vielleicht seht ihr irgendwo eine Undichtigkeit. Überprüft einfach mal das Motoröl, wie der Füllstand da ist. Denn frühere Exemplare benötigen
Etwas mehr Öl unter Umständen je nach Benutzung. Ist das auch ein Thema? Meiner verbraucht gar nichts an Motoröl. Der von Christian verbraucht auch gar nichts. Es liegt halt dran, wie der benutzt wird. Ich sage, ein Fahrzeug funktioniert besser, wenn er auch mal benutzt wird. Also hart drangenommen wird. Das ist so meine Einschätzung, meine Erfahrung. Ja. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, haut sie mir mal in die Kommentare rein. Haut sie mir mal in die Kommentare rein. Zum Gewinnspiel. Eigentlich habe ich keine genaue Frage im Kopf, also hauen wir jetzt einfach mal spontane Frage raus. Was ist euer Lieblings-Chevy-Modell? Muss nicht unbedingt Mustang sein. Das ist einfach mal so in den Raum geworfen. Schreibt mir das bitte einmal in die Kommentare rein. Like das Video. Ihr müsst natürlich Abonnent sein. Wenn ihr das Video teilt, wäre natürlich auch schön. Und schreibt mir mal bitte eure Kleidungsgröße in die Kommentare. Ich schaue dann mal, was ich dem Gewinner spendiere. Entweder wird es ein Poloshirt oder ein Hoodie im Bereich Mustang. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, haut sie mir mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, Leute, euer Quertreiber. Ciao.